In der neuen Version des Köplitzer Berglandes Version 3 Reloaded geht es mit der Baureihe 146 nach Bad Rinkenburg. Ja, und im Führerstand angekommen, bei der 146 würde ich auch mal sagen, rüsten wir das schöne Fahrzeug zu guter Anfang auf. Und genau, dann geht's über Gleis 7 bis zum Abstellgleis 22. So, zu guter Anfang schalten wir uns die Batterie ein. Nachdem wir die eingeschalten haben, geht für uns der Bordcomputer hier in Betrieb. Die MTDs müssen wir selbstständig einschalten. Die Instrumentenbeleuchtung schalten wir ein. Die PZB mit der Tastenkombination Shift 8. Einen Moment warten. Zugart O ist aktiv. So soll es sein. So kann es bleiben. Die LZB knipsen wir uns auch noch hinzu. Die SIFA bleibt heute aus. Der Fahrtrichtungswender wird verlegt in die Stellung M. Wir heben an der Stelle den Stromabnehmer. Stromabnehmer Nummer 2 geht nach oben. Ist oben angekommen. Wir haben eine Fahrdrahtspannung von 15.000 Volt. So soll es auch sein. Und dann im nächsten Schritt noch den Hauptschalter einlegen. So, ganz wichtig für uns noch, wir sollten die Federspeicherbremse lösen. Hier steht noch FSPBR angelegt. Dazu entweder die Raute-Taste drücken. Was gerade irgendwie nicht funktioniert. Weshalb, weiß ich nicht. Oder wir gehen einfach hier unten in die Ansicht mit F4 und lösen dort die Handbremse selbstständig. So, nachdem das geschehen ist, können wir außerdem die Luftdruckbremse lösen, insofern die Bremsart richtig eingestellt ist. Die steht auf R, also Hochabbremsstellung für Personenzüge, kann auch so bleiben. Gut, dann auch hier die Bremsen lösen und der Fahrtrichtungswender kann an der Stelle in Vorwärtsstellung gehen. Die AFB knipsen wir uns auch noch ein, aber dann erst, wenn wir am Zug dranhängen. So, Lämpchen draußen sind eingeschaltet, Zugzielanzeige steht, Stromnehmer ist oben, Zugsicherungssysteme sind eingeschaltet, richtige Zugart ist auch gewählt und dann kann es für uns losgehen. Wir schalten an der Stelle noch die Zugsammelschiene bitte aus, solange wir noch keine Wagen hinten dran haben und dann geht's wirklich los. Genau. Gleissperrsignal zeigt auch freie Fahrt. Ach ja, und an der Stelle noch der Hinweis, der Fahrplan hier an der Seite, der ist rein fiktiv und gilt nicht für unsere heutige Fahrt. So, ich nehme mal an, dass wir bis zur Fahrt an unserem Zug als Rangierfahrt unterwegs sind. Deshalb fahren wir natürlich ein bisschen langsamer. Wir können auch an der Stelle ruhig mal das Fenster runter machen und den Kopf rausstrecken. So, hier steht auch schon Bad Rinkenburg als Zugziel dran. Wunderbar, dann ist es auch schon voreingestellt. Ich freue mich da immer, wenn das bei den Wagen voreingestellt wird, weil es unterscheidet sich halt auch jedes Mal die Tastenkombination, was die Zugzielanzeigen bei den Fahrzeugen angeht. Und andererseits muss man manchmal wirklich ewig durchschalten, bis man halt bei dem richtigen Zugziel angekommen ist. So, dort vorne können wir als Rangierfahrt vorbei. Und dann geht es für uns direkt ins Stumpfgleis rein. Abstellgleis 22. Altenburg Nord, ne? Genau. So, ganz wichtig aber auch hier für uns, wir müssen natürlich die PZB-Befehlstaste drücken. Hier drüben. Denn sonst bekommen wir hier eine Zwangse am 2000er. Befehl 40 leuchtet. Kann wieder losgelassen werden. So, die Oberleitung endet hier drüben in dem Gleis. Das ist nicht für uns. Wunderbar. Dann schnappen wir uns an der Stelle mal die E-Bremse schon und halten hier vorne am Depot an. Möglichst vielleicht nicht unbedingt auf den Bahnübergang drauf fahren, sondern damit eben mögliche Fahrzeuge, die dieses Gleis überqueren möchten oder auch Personen, da uneingeschränkt die Möglichkeit haben. So, wir ziehen uns die Luftdruckbremse von der Lokomotive an. Genau, und dann bleiben wir stehen. Wunderbar. Luftdruckbremse wieder ein Stückchen lösen. Dann für uns den Führerstand wechseln mit Steuerung Plus. Hier stimmt eigentlich soweit auch alles. Genau. Lokbremse kann wieder gelöst werden. Runde damit. Fahrtrichtung wurde schon gewechselt und dann die Wagen auf Gleis 5 ankoppeln.
So, wir müssen aber nochmal den Kopf rausstecken zum Fenster, damit wir hier nicht am Gleissperrsignal vorbeifahren, falls das trotzdem irgendwie Halt ankündigen sollte. Oder Halt zeigt. Halt ankündigen wird beim Gleissperrsignal ein bisschen schwierig. Genau, und dann geht's hier raus aus dem Abstellgleis. Auch richtig schön hier alles ausgestaltet. In der neuen Version des Köplitzer Berglandes hat sich ja wirklich viel verändert. Ja, auch die kleine Ampel daneben. Richtig genial. Das Tor schließt sich bestimmt auch. Man hört sogar diese schöne Glocke hier. Ich wette, wenn wir hinten sind, hat sich das wieder von selbst geschlossen. Na, mal schauen. Ich möchte jetzt auch die Lokomotive hier nicht komplett allein rumrollen lassen. Soweit, bis er an den Wagen angekommen ist, ist es ja auch nicht mehr. So, die Leistung ist bei 0. Und wir fahren relativ geschmeidig mit der E-Bremse jetzt mal an die Wagen ran. Das Führerscheinwerfer ist doch ein bisschen grell. Nehmen wir das normale wieder. Und dann werden es langsam an die Wagen ran. Genau. Puffer sind sicherlich auch entsprechend gestaucht. So, für uns heißt es dann ganz kurz wieder aussteigen. Einmal die Treppe runter. So, unter den Puffern durchwinden. Dann Kupplung einhängen, zudrehen. Luftdruckschleuse an. Lipsen und dann geht's vor. Jetzt den Zug in Altenburg an Gleis 2 bereitstellen und die Fahrt nach Bad Rinkenburg beginnen. Alles klar, Kollege. So, Fenster noch hoch. Hier auch bitte. So, die Zugsammelschiene kann an der Stelle wieder eingeschaltet werden. Wir haben ja jetzt schließlich hinten die Personenwagen dran, denn die werden über die sogenannte Zugsammelschiene mit Strom versorgt, also was dann halt Steckdosen im Zug angeht, was mögliche WLAN-Router auch angeht. Da! Und es ist zugegangen, wie angekündigt. Was elektrische Verbrauche wie das Licht, ich glaube, hatte ich schon genannt, Bordbistro gegebenenfalls, also alles mögliche, was sich da hinten drin befindet und halt so Strom braucht. So, die Bremsen sind alle gelöst, die drei weißen Spitzenlichter leuchten. Und dann würde ich mal sagen, können wir eigentlich loslegen. Abfahrt Richtung Altenburg. Und ja, bevor wieder alle losschreien, nein, es ist nicht das richtige Altenburg, es ist ein fiktives Altenburg, was eben hier im Köpelitzer Bergland von Aerosoft geschaffen wurde. Oder beziehungsweise durch Aerosoft bereitgestellt. Das muss man schon richtig sagen. So, dann würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass wir hier als Zugfahrt unterwegs sind. Und ich dächte, hier im Gleisbereich darf mit 30 km pro Stunde gefahren werden. Und mit der Aussage habe ich auch vollkommen recht. So, langsame Ausfahrt hier. Ja, hier sind wir gerade reingefahren ins Depot und jetzt hat sich hier das Tor auch geschlossen. Die Glocke läutet auch nicht mehr und die Ampel hier steht auf Rot, beziehungsweise, naja, auf so einem komischen Orange, würde ich mal behaupten. So, ein Zuglängenmesser haben wir hier jetzt leider nicht mit dabei, aber wenn wir den hätten, hätten wir den hier wunderschön benutzen können. AFB ganz nach vorne und einschalten. So, die automatische Fahr- und Bremsschaltung ist aktiviert. Oder Fahr- und Bremssteuerung, ja. Und dann können wir auf 120 hoch. Ganz wichtig, PZB beachten. Ach, okay. Die hat sich schon von selbstständig
in den normalen Modus übergehen lassen. So, 120 sind eingestellt. Dann mal langsam Leistung aufschalten. Wir gehen bis ans Maximum. Bis zur Reibungsgrenze zwischen Rad und Schiene. Na, wer hupt da draußen? Wir können das noch viel lauter. So, 100 sind angekündigt per ZS3V. Und dann wollen wir die auch gleich fahren. Schön mit der E-Bremse wieder. Die arbeitet verschleißfrei. Und zugleich noch sehr direkt. Oh, da kommt schon der Bahnhof. Okay. Dann mal runterbremsen. Da schnappen wir uns jetzt auch ruhig die Luftdruckbremse mit dazu. Wobei wir trotzdem hier die meiste Bremskraft von der E-Bremse aus wirken lassen. Dann gehen wir wirklich schon ruhig voll in die Eisen damit. So. Genau. Dann heißt es für uns, die Türen auf der rechten Seite freigeben, damit unsere Fahrgäste hier einsteigen können. In Altenburg auf Gleis 2. So. Türchen öffnen und Fahrgäste reinhuschen lassen. Ja, wir haben heute die Doppelstockwagen dran. In der Version einmal in DB Verkehrsrot von DB Regio. Mit der Seitenanschrift von DB Regio AG Region Nordost, respektive Berlin-Lichtenberg. 140 km/h dürfen die Wagen fahren. Und außerdem haben wir noch die Version hier in, naja, Ozeanblau-Beige Lackierung. Und die dürfen 120 fahren. Das müssten die langsamsten Wagen hier im Zugverband sein. Demnach haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 120. Genau. Die roten sind für 140 zugelassen. Und die Ozeanblau-Beigen für 120 nur. Bremsen sind gelöst, genau. Dann nochmal ein letzter Prüfblick. Okay. Scheint alles zu passen. Und dann geht's los. Ausfahrt mit 100 aus Altenburg Hauptbahnhof. V-Sollsteller von der AFB wird auch wieder auf 100 gesetzt, damit wir hier keinesfalls die Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Wir können uns heute auch gleich vormerken, bei Geschwindigkeiten größer 120, der AFB-Hebel bleibt bei 120 stehen, sodass wir die Geschwindigkeit gar nicht überschreiten können. Und wenn, dann nur kurzzeitig und dann regelt in der Regel, wow, war auch ein richtig geiler Satz. Dann regelt im Normalfall die AFB auch auf 120 wieder runter. So, hier wird es auch gleich wieder langsamer für uns. Eine Ankündigung für 60. So, nächster Halt ist dann Köblitz auf Gleis 3. Niederkirch wird scheinbar nicht angehalten. Genau, und hier gelten dann die 60. Ja, jetzt geht's hier in diesen städtischen Tunnel. Da unterqueren wir quasi ein paar Hochhäuser und dann hinter dem Tunnel geht's wieder raus an die frische Luft, raus ins Getümmel und dann haben wir eigentlich auch den, ja, ich würde mal sagen, Gleisbereich von der Stadt Altenburg schon mehr oder weniger verlassen. Wir werden auch gleich nochmal das Ortsausgangsschild sehen, was allerdings nicht als Eisenbahnsignal auftreten wird, sondern ich dächte als Straßenschild unmittelbar an der Schiene.
Signale alle auf freie Fahrt bei uns. Und genau wie vorausgesagt, auf der linken Seite hier, Altenburg, Kreis Alten. Fenster wieder hoch, sonst wird es hier drin so laut, dass wir kaum unser eigenes Wort verstehen. Wobei man sagen muss, dass die Baureihe 146 eigentlich relativ leise ist. Und mir persönlich gefällt die Lokomotive auch. Ja klar, sie gehört ins Trax-Baureihenschema, von der Optik her sehr, sehr, sehr gut. Das ist bei allen Trax-Lokomotiven bei mir so. Okay, 120 stehen auf dem Tacho gleich. Leistung können wir ruhig voll aufschalten. Den Fahrgästen hinten drinne, denen geht's trotzdem weiterhin gut. So, in Niederkirch, wie gesagt, kein Halt geplant. Köblitz heißt es dann für uns, die Leute rauswerfen. Und Köblerwald. Naja, wir merken uns erstmal Köblitz in roundabout 4 Kilometern. Ich glaube auch, hier kommen überall Ansagen. Aber ich weiß nicht mal mehr, wann ich das Szenario hier mal installiert hatte. Das muss schon echt lange her sein. Ich dächte, als die 146 von VR relativ frisch rausgekommen ist. So, das Signal hier gerade eben war dunkel geschalten. Hat für uns keine Relevanz. Das ist dann halt... Köblitz, Hauptbahnhof. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Danke. Das ist dann halt für das Signal hier unten, wenn das quasi an der Weiche auf Abzweig gestellt ist oder der Fahrweg auf Abzweig gestellt ist, dann wird das Signal dort vorne entsprechend aktiv geschalten. So, 60. Na? Ist der 1000 angegangen? Ja, ist er. Ja, hier reicht uns wirklich die E-Bremse. Einerseits geht es den Berg noch hoch. Und ich weiß auch, der Signalabstand ist relativ groß an der Stelle. Da bekommen wir wirklich keine Probleme. Als nächstes dann Halt erwarten. Und weiter geht's erstmal mit Langsamfahrt. Genau. Halt erwarten, die Lokomotive sagt Zugbeeinflussung und weist uns damit darauf hin, dass sie zumindest wahrgenommen hat, dass wir den Wachsamkeitstaster betätigt haben. Naja, abbremsen brauchen wir hier noch nicht. Der 500er wird sicherlich erst im unmittelbaren Gleisbereich oder im weichen Bereich des Bahnhofs liegen. Und selbst wenn, wir haben ja bei der oberen Zugart theoretisch eine Bremskurve, die bei 65 anfängt und dann bis auf 45 runtergeht. Aber wir wollen das Ganze auch nicht unnötig ausreizen. Hier vorne kommt er nämlich schon. Und dann der Ausstieg hier in Köblitz in Fahrtrichtung rechts. Da kommt auch noch ein wunderschöner Karlsruher Kopf entgegen. Mit der Baureihe 143 hinten dran im Schiebebetrieb. Die weinrote Lackierung, die steht der Baureihe 143 ja auch wirklich richtig gut, muss man einfach sagen. Gerade bei der Deutschen Reichsbahn war die Lokomotive ja oft in diesem Weinrot unterwegs. So, Türen öffnen. Und dann dürfen auch hier wieder die Fahrgäste einsteigen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns bei den Wagen auch hinten reinsetzen können. Wir probieren das mal direkt aus. Ja, Tatsache. Bei den Wagen können wir uns auch hinten reinsetzen. Die müssten nämlich, glaube ich, über 3D-Zug beziehbar sein. Ich weiß jetzt nicht, ob 3D-Zug selber die Wagen hier gebaut hat.
oder ob die von einem anderen Entwickler sind. Bei Köbeler Wald ist eine Regionalbahn mit Lokschaden liegen geblieben. Du musst noch einen Gegenzug abwarten und fährst dann auf dem Gegengleis weiter. Okay, der Gegenzug ist gerade durch. Ah, wieder ein liegen gebliebener Zug. Ja, passiert manchmal. Irgendwie möchten gerade die Türen sich nicht schließen. Dann geben wir hier drüben nochmal einen Türschließbefehl rein. Aber jetzt gehen unsere Türen nicht zu. Wieso das nicht? Müssen wir nochmal ganz kurz einen Moment warten? Ja, dann schafft dann pfeift der Schaffner nochmal. Jetzt habe ich die Worte ein bisschen vertauscht, war nicht mit Absicht. Jo, los geht's. Raus aus Altenburg. Dran denken, der 500er ist aktiv. Ausfahrt mit VMAX 25. Wenn der 500er ausgeht, dann dürfen wir auf Streckenhöchstgeschwindigkeit beschleunigen. In dem Fall wären das dann die 40. Insofern halt nichts anderes im Fahrplan drin steht. Da unser Fahrplan aber nicht zur Strecke gehört, gehen wir von 40 aus. Ein B leuchtet. Jo. Dran denken, noch nicht auf 60. Erst bei 40 bleiben. So, hier vorne kommt gleich auch noch eine elektrische Schutzstrecke. Ich dächte auch für den abzweigenden Schienenzweig. Nee, tatsächlich nur für unseren. Na gut. Nehmen wir erstmal den Hauptschalter raus. Können wir auch ruhig schon hier vorne machen. Der Zug rollt eh ohne Kraft hier weiter. Das ist kein großes Problem. Das ist alles waagerecht hier. Ach, wobei, nee, das ist echt noch ein bisschen weit. Wir sind mal so frei. Komm. So, Leistung mal wieder aus. Und dann... Tschüssi, Leistung. So, die Grinsetafel kommt. Fahrdrahtspannung geht runter von 15 kV auf 0. Und dann, wenn wir hier vorne an dem U vorbei sind, schießt sie wieder in die Höhe. Genau. Und wenn alle elektrischen Verbraucher an diesem Signal vorbeigefahren sind, am EL-Signal, dann können wir auch getrost den Hauptschalter wieder einschalten. So, eine Streckenhöchstgeschwindigkeit haben wir hier sicherlich von 120 km/h. Da bin ich hier richtig von ausgegangen. Die PZB hat sich auch wieder beruhigt. Ach cool, hier drüben bei der Autobahn, das möchte ich mal noch ganz kurz aus der Nähe anschauen. Diese Lichtanzeigen sieht richtig cool aus. Ich glaube, die gibt es auch noch nicht so lange im Köblitzer Bergland. Dürfte auch erst mit der neuen Version eingeführt worden sein. Oh, die 146, die strahlt ja auch richtig in den Verkehrsrot. Naja, ist halt die neue Lokomotive, ne? Frisch aus der Lackiererei. So, wir sollten uns als Lokführer mal wieder über den nächsten Halt informieren. Der findet nämlich in Köbeler Wald sicherlich statt. Und das damit in 2,5 Kilometern. 80 hätte man dann davon auch gleich wieder. Wenn ich schon wieder merke, dass das so ein ganz kleines bisschen ruckelt, dann mache ich doch mal lieber die Angstspeicherung. Nicht, dass mir hier der Simulator abrauscht und die Fahrt dann, ja, im Papierkorb meines Mülleimers, meines PCs verschwindet. Wäre ein bisschen schade, muss nicht sein. So, 60. Genau, Zugbeeinflussung. Der GPA ist entsprechend scharf geschalten. Nächster Halt, Köbeler Wald. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen.
Oh, langsam verstelle hier. Baustellenbedingt. Der Tausender, den hat es aber nicht erfasst, komischerweise. Aber den erfasst es jetzt spätestens hier vorne beim VR0. Also sprich, Haltankündigung für das nächste Hauptsignal. Wunderschön auch imitiert die Geräusche, wenn die Lokomotive über eine Brücke fährt. Da verändert sich nämlich die Soundkulisse. Ist auch neu. So, die 218er stehen hier schon bereit zum Abschleppen. Ein bisschen ungewöhnlich nur, dass man hier entsprechend dann eine Langsamfahrstelle einrichtet. Aber na gut, so soll es halt sein. Köblerwald, Gleis 2. So. Uiuiui. Man hört schon die Sirenen. Krankenwagen ist auch da. Wow, was geht denn hier ab? Feuerwehr. Richtiges Großaufgebot. Aber wirklich volles Programm hier. So, ein Köblerwald, dann ausnahmsweise der Ausstieg in Fahrtrichtung links aufgrund eines liegen gebliebenen Zuges. So, sind wir schon mit dem ganzen Zug im Bahnhofsbereich drin? Nope. Noch nicht. Vor bis zur Harthafel. Ach, das ist hier nicht nur wegen dem liegen gebliebenen Zug. Das ist auch tatsächlich eine Baustelle, die hier existiert. So, Türvergabe und dann auf mit den Schiebetüren. Wir gucken direkt mal vor, weil das interessiert mich jetzt auch brennend. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Feuerwehr hier da ist. Köblitzmarkt. Cool gemacht. Da haben sich die Entwickler auch was einfallen lassen. Die Strecke müsste ja auch von SAD Railsim mitgebaut worden sein. Und ich finde halt auch die beiliegenden Szenarios bei der Strecke hier echt grandios. Also da hat man sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Richtig schön geworden. Und es steckt auch wirklich sehr, sehr viel Arbeitszeit. Gerade in dieser Strecke hier drinne, die hat sich über so viele Jahre hin weiterentwickelt. Auch wenn man das hier einfach mal sieht, diese Detailgenauigkeit am Bahnhof, überall diese schönen Geländer mit eingebaut, die Schlagbäume hier wirklich wunderbar ausgestaltet, dann die Schilder oben dran, also hier hat man wirklich keine Details gescheut. Auch hier der Mensch, der nochmal auf dem Flachwagen draufsteht, da hat man sich wirklich Mühe gegeben, das kann man einfach nicht anders sagen. So, ich rede aber wieder viel zu viel hier. Die Türen sind zu, sind auch geschlossen, die Bremsen werden gelöst und dann geht's weiter. Ausfahrt. Störung. Störung ist niemals gut. Wo haben wir denn die Störung? Können wir nachschauen. Also im Normalfall, ich glaube hier geht's nicht. Nee, hier geht's nicht. Aber ich ahne, was es ist. Ja. Wenn die Lokomotive mal nicht anfahren sollte, einfach den AFB-V-Sollsteller mal kurz bewegen. Dann lockt die Lokomotive quasi, ja, ich sag mal, die AFB-Zielgeschwindigkeit wieder neu ein. So, vorne leuchtet jetzt grün. Wir sind auch noch nicht ganz raus aus der Langsamfahrstelle, dächte ich. Deswegen haben wir uns erstmal noch auf die 30 zu beschränken. Wieso sind jetzt die Türen wieder von alleine aufgegangen? Das ist gar nicht gut. Aber die scheinen zu gewesen zu sein. So, dann beschleunigen wir wieder auf 80. Und die Ansage 3 kommt dann gleich. In Schleusfeld halten wir als nächstes. Auf Gleis 1. So, halt für Rangierfahrten. Wir sind keine Rangierfahrt, also geht's weiter. Mit 80 aber bitte nur. Schneller dürfen wir nicht. Noch nicht.
dieser relativ große Solarpark. Oder naja, groß ist ein bisschen subjektiv jetzt. Der mittelgroße Solarpark. Sagen wir es mal so. Hier vorne geht es jetzt wieder durch hauptsächlich dicht bewaldete Gebiete. Wir müssen auch gleich an einem schönen Fluss entlangfahren. Das Köblitzer Bergland in der Version 3 Reloaded, in der, naja, geupdateten Version, also in der nochmals geupdateten Version, hat sich halt unglaublich verschönert. Auch was die Wolken zum Beispiel hier angeht, die Wettertexturen und so weiter, das ist alles viel besser geworden. Und ich finde, da lohnt sich auch der Aufpreis, den man für dieses Update, ja, bezahlt. 120, wunderbar. Sind dann zugelassen. So, jetzt muss ich aber auch wirklich aufpassen, dass ich durch keinen der Bahnhöfe durchrolle, weil der weitere Streckenverlauf ist mir dann doch noch nicht ganz so gut bekannt. Hier sind wir auch in der Vergangenheit relativ selten lang gefahren. Hier vorne gibt es erstmal wieder eine Portion Langsamfahrt für uns. So, und da hier auch wieder keine Zielgeschwindigkeit dran stand, ja, müssen wir von 40 ausgehen. Aber die E-Bremse muss heute wirklich einiges leisten, ne? Den Dienst kann man ihr hier wirklich nicht absprechen. Wir rollen erstmal mit 60 auf das Signal zu, würde ich sagen. Und je nachdem, vielleicht können wir ja sogar schon eine Zielgeschwindigkeit lesen, aber ich glaube, ja, wir müssen wirklich auf 40 runter. Da wird sich nicht mehr so viel ändern. Na komm. So. Wunderbar. Freie Fahrt als nächstes erwarten, aber dennoch langsam. Genau, die 40 stehen auch drinne, sind eingeloggt. Bad Rinkenburg Hauptbahnhof. Ich weiß gar nicht, sind wir überhaupt schon mal Regionalbahn oder Regionalexpress nach Bad Rinkenburg gefahren? Hier geht's jetzt erstmal wieder ins Regelgleis. Wow. Hahaha, knappe Sache. Die Bahnschranken sind aber eigentlich unten. Jo. Also das ist eine Sache, die nicht so real ist. Aber, na gut. Da fahren die hier einfach drüber. Knappe Sache. Ja. Ich würde mal sagen, gut reagiert. Aber wir müssen jetzt trotzdem irgendwie weiterfahren. Ich möchte jetzt ungern das Szenario an der Stelle hier beenden. Wir müssen aber erstmal warten, bis hier auch wieder die Bremsen sich gelöst haben. So, vielleicht tun denn die Kollegen hier mal anhalten. Respekt vorm Schienenverkehr bitte. Anhalten heißt es für euch. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass halt die Marker zum Anhalten der Autos für das Gegengleis hier drüben nicht gesetzt wurden. Dass die quasi nur im Regelgleis liegen. Eine entsprechende Supportmeldung werde ich mal abgeben. So, kurz Warnhupe. Normalerweise müssten wir jetzt gucken, ob von beiden Seiten wirklich nichts kommt. Ich weiß, der LKW wird jetzt hier gleich schamlos bei uns durchfahren. Aber das kann ich nicht ändern. So, hier vorne hatten wir kein HP0 zu erwarten. Dann können wir auch schneller als 25 oder irgendwas fahren. Und dann müssen wir trotzdem anhalten, damit wir eben hier die Fahrgäste rauslassen können. Oh, der andere Zug bewegt sich auch schon. 151 war vorne dran, von der RBH wahrscheinlich, der Farbgebung nach zu urteilen. Aber ganz ehrlich, da habe ich gerade nicht so wirklich drauf geachtet. Denn wenn ich ein paar Autos vor mir am Bahnübergang sehe, die noch übers Gleis rollen, dann ziehe ich doch mal lieber am Führerbremsventil. Jetzt lasse ich mir die Baureihen der entgegenkommenden Züge anschaue. So,
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Türchen auf. Und dann möchte ich mal noch wissen, ob sich jetzt die Schranken hier aktiv geschlossen haben oder... Nee, nicht so wirklich. Aber es sind 151er vorne dran. So schaut's aus. Lokomotive 263. Und, ja, Lokomotive 263. Normalerweise werden die Loknummern nicht doppelt vergeben. Ist jetzt so eine Simulator-Sache. Was haben wir denn hinten dran? Falls. Ja, höchstwahrscheinlich auch noch beladen. Ja klar, schon wenn ich die 151er Doppelpack vorne dran sehe, ist die Frage eigentlich relativ überflüssig. Aber auch Leerzüge werden natürlich manchmal mit Doppeltraktion gefahren. Erst recht dann, wenn das Züge sind, die tagtäglich zwischen, ja, meinetwegen einem großen Tagebau oder irgendeiner Kohlemine und einer, ja, anderen Industriestätte verkehren. Dann muss natürlich auch der Leerzug die Lokomotive mitnehmen, weil der Vollzug auch in der Gegenrichtung wieder mit zwei Lokomotiven fahren muss. So, wir haben heute ziemlich viel Verspätung reingefahren. Oder überhaupt Verspätung erstmal erzeugt. Deswegen haben wir die entsprechend wieder reinzufahren. Insofern möglich. Und dabei sollten wir uns natürlich die größtmöglichste Mühe geben. So, der Kollege in der 218 ist bestimmt freundlich. Und deswegen grüßen wir den nochmal. Oh, nur 100, nur 100, nur 100. Ja, zugegeben, die Sache mit dem Bahnübergang hat mich jetzt echt ein bisschen aus dem Konzept rausgeworfen. Hier drüben auch nochmal ein ganz kurzer Ausblick auf die Neubaustrecke. Genau, von einem Tunnel in den nächsten über eine kleine Brücke. Altenbrück, Gleis 1. So, vor uns, da hängt wahrscheinlich hier eine 143 in Schwarz. Wobei ich sagen muss, dass ich noch nie eine 143 in Schwarz bei der echten Eisenbahn gesehen habe. Ich glaube, das ist wirklich hier nur eine Version fürs Köblitzer Bergland. Aber hier im Köblitzer Bergland ist alles möglich. Es ist eine fiktive Strecke, eine ausgedachte Route, um es mal relativ einfach zu formulieren. So, und beim H halten wir an. Türen auf. Bei der 146 ist es auch grundsätzlich so, dass ich mit der eigentlich immer eher anhalte, als dass ich es müsste, weil der Führerstand ist halt, ja, wie bei allen anderen Traxlokomotiven auch, relativ hoch ausgeführt und es gehört schon ein bisschen Einschätzungsgabe dazu, dass man den Zug hundertprozentig hier an der Harttafel anhält. Meistens versuche ich das auch gar nicht, einfach aus dem Grund, weil die Züge ja in der Regel sowieso, ja, kürzer sind als die eigentliche Bahnsteiglänge und man sollte möglichst so anhalten, dass eben die Fahrgäste einen, naja, sag mal, kurzen Weg haben und der ist eben gestattet oder ist halt vorhanden, wenn... Störung. Nee, nicht wenn Störung. Wenn der Zug möglichst nah am Treppenaufgang oder am Bahnsteigzugang steht. Ab die Post. So, hier drüben sehe ich schon wieder eine Schranke, die oben ist. Ja gut, das ist ein extra Gleis hier. Dann mag es gehen. Aber dich hätte ich vorhin gebraucht am Bahnübergang. Du hättest für mich die Autos aufhalten müssen. Nächste Krankenwagen, was ist denn hier heute nur los? Die Sache mit Corona hat sich doch wohl hier nicht auch noch im Train Simulator ausgebreitet. Da drüben überall Solarpanels auf den Häuschen drauf.
Die Häuser sind jetzt mittlerweile auch aufgestellt, ne? Davor waren das noch wirklich, ja, Betonbauten oder einfach nur Betonfundamente, die dort standen mit, ich glaube, ein, zwei Wänden. Aber auch das hat sich verändert. Also man hat hier auch wirklich im Köbelitzer Bergland so ein bisschen das Gefühl, dass sich diese Strecke wie im echten Leben halt weiterentwickelt. Neue Signale werden aufgestellt, Häuser werden fertiggestellt, die Strecke wird größer. Gut, das haben wir auch in der Realität manchmal, wenn neue Gleise verlegt werden und neue Strecken eröffnet. Wobei das in Deutschland, ja, relativ selten eigentlich der Fall ist. Meistens sind es dann doch wieder Streckenreaktivierungen, insofern sie wieder, naja, reaktivierbar sind. Weil im Zuge eines, ich sag mal, Kosteneinsparungsprogramms wurden bei der Deutschen Bahn viele Strecken stillgelegt, Weichen rausgerissen und all das fällt der Deutschen Bahn heutzutage auf die Füße. Nächster Halt, oh, schon Bad Rindkenburg. Stromabnehmer muss auch runter hier. Und ganz wichtig, wir haben keine E-Bremskraft mehr zur Verfügung. Bei so Stromabnehmer runter Sachen, da bin ich immer ganz voreilig. Das Ganze lieber etwas schneller gemacht als zu spät. Aber bei Rindkenburg, ja genau, kommt erst noch ein Stückchen weiter. Genau, hier beim waagerechten Balken, da machst du dann eigentlich erst den Strom mehr runter. Das ist jetzt hier wirklich ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, dass ich den so früh runtergenommen habe. Aber, naja, sicher ist halt sicher, ne? Nächster Halt, Bad Rindkenburg, Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Zugbeeinflussung. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Und dann den Hauptschalter auch wieder einschalten. Zack. Strom ist wieder oben. Hauptschalter ein. Der Lokomotive steht wieder die E-Bremskraft mit zur Verfügung. So, als nächstes Halt erwarten. Demnach letzter Halt hier in Bad Rindkenburg. Ich möchte noch ganz kurz schauen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir auch mit dem Zug, ja wunderbar, noch in den Rangierbahnhof reinfahren. Den Zug dürfen wir noch in die Abstellung bringen. Also war es das doch noch nicht ganz, aber trotzdem sage ich schon mal meinen Schlussmonolog. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen gerne nach oben, Kanal abonnieren. Ganz wichtig auch nochmal für alle Kanalabonnenten, die bisher schon ja, treue Zuschauer sind, bitte, bitte, bitte klickt auf die Glocke. Dann kriegt ihr eine kleine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Auch wenn ihr euch den ja, Rhythmus von allen drei Tagen um 14 Uhr wahrscheinlich schon eingeprägt habt. Aber trotzdem wäre halt trotzdem nochmal schön, dass ihr eben keine schönen Videos verpasst. Dann bekommt ihr so eine kleine Benachrichtigung. Ob das jetzt auf dem Tablet ist, als E-Mail, hängt davon ab, wie ihr es eben in den YouTube-Einstellungen gesetzt habt. Aber auf jeden Fall bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ihr es eingestellt habt. Und ja, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, dich hier im Video wiederzusehen. So, letzter Halt. Ach, wunderbar. ICE steht auch schon im Bahnhof. So, auch hier wieder, ne? Nicht ganz nach vorne fahren. Lohnt sich wirklich nicht. Und dann ein letztes Mal die Türen freigeben. Huch, jetzt sind wir im Badehäuschen drin gelandet mit der Kamera. So, Türen gehen auf und die Fahrgäste dürfen aussteigen. Hier drüben haben wir sehen es schon, an der Höhe des Zuges einen ICE 2. Beim ICE 1 hätten wir jetzt hier nochmal so einen Höcker oben drauf für das Bordrestaurant. Und weil der Zug gerade so schön steht, können wir auch nochmal schön die Unterschiede zwischen ICE 1 und ICE 2 aufzeigen. Beim ICE 2 haben wir nämlich einen klassischen Steuerwagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Triebkopf. Der Unterschied, ja, da besteht halt darin, dass der eine Triebkopf, wie es im Namen schon steckt, angetrieben ist, mit einem Motor versehen und der Steuerwagen eben nur zur Ansteuerung, ja, möglich ist. Nur noch den Zug abstellen, dann kannst du Feierabend machen. Okay.
Und noch ein wichtiges Detail, beim ICE2 geht die Bugklappe seitlich auf, beim ICE1 ja, nach oben und nach unten. Der ICE2 ist mehrfach traktionsfähig und der ICE2 verfügt lediglich über eine Notkupplung. So, die Türchen sind geschlossen. Ein Prüfblick auch nochmal von außen, wenn auch mit der Kameraperspektive aus Drohnenansicht. Und dann geht's für uns ins Abstellgleis. Das natürlich nicht mit 120, klar. Da gehen wir schon mal runter. Naja, auf 40. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Bahnhof Bad Rinkenburg. Aber keine Angst, wir sehen uns wieder. Und dann wachsam. Ja, besuch auch gerne mal den Instagram-Account vom YouTube-Kanal ThinkNewFlyNew. Da gibt es hin und wieder mal ein paar kleine Einblicke in das ja, Leben bei der echten Eisenbahn. Bilder aus Führerständen, kurze Clips von Führerstandsmitfahrten. Hin und wieder auch mal die ein oder andere Aktion, die es eben auf YouTube hin nicht gibt. Aber trotzdem, Hauptfokus bleibt natürlich hier bei YouTube. Bei den schönen Fahrten im Train Simulator, in Train Sim World, in DraftTail Games neuem Simulator, der nämlich auch vor einigen Tagen rausgekommen ist. Und ja, hin und wieder natürlich auch Zusi. Und wenn wir mal ganz retro unterwegs sind, auch mal PTP2 von MSTS, naja, da nehmen wir dann doch mal wieder Abstand. Das ist dann doch wieder ein bisschen zu retro. So, die Abstellgruppen müssten hier irgendwo auf der rechten Seite sein. Und auch hier geht es weiterhin mit 40 durch die Gleise. Und dann haben wir als nächstes wieder Halt zu erwarten. Ich glaube auch, der Halt erfolgt dann an einem Gleissperrsignal. Weshalb wir hier definitiv ein bisschen aufmerksamer sein sollten als sonst auch immer. Wobei, ja, ich sehe schon, die Gleissperrsignale sind alle hochgestellt. Die haben so ein wunderschönes, großes Füßchen unten drunter, sind auf Augenhöhe und gleichen eben einem ja, normalen Lichthauptsignal. Oh, die schöne Rötung dort im Hintergrund. Es macht halt auch echt Spaß mit 146er zu fahren. Das Fahrzeug bedient sich wunderbar. Die Wagen hinten dran sind relativ leicht. Und bei dem Kraftkontingent, was der 146er zur Verfügung steht, da macht das richtig Gaudi. Okay, der letzte Halt hier für uns im Rangierbahnhof. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Mir hat es eine riesige Freude bereitet, dich hier durch den Train Simulator begleiten zu dürfen und dir so ein bisschen das Köblitzer Bergland ja, vorstellen zu können. Insofern du es natürlich nicht schon kennst, aber als ja, Treuabonnent kennst du es auf jeden Fall schon. Und ja, demnächst gibt es natürlich weitere Fahrten, gerne auch wieder mit der Regionalbahn, mit dem Regionalexpress. Ich würde an der Stelle sagen, Däumchen nach oben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, Kommentar schreiben, gerne auch wieder. Und in dem Sinne, allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal, dein ThinkNewFlyNew.